Ja, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Afrika Twin on Tour. Ja, habe heute eine Sondertour geplant und zwar Silfensteinsee und Kesselberg. Habe heute mein Motorrad beim Kundendienst gehabt und während meiner Wartezeit bei Kaffee und Gebäck habe ich dann eine Tour geplant und zwar die Silfensteinsee und den Kesselberg. Ja, die Gesamtzeit beträgt dann 200 Kilometer und die Fahrzeit 4,5 Stunden. Ja, und nach meinem Kaffee und Gebäck habe ich jetzt mein Motorrad gesattelt und die Fahrt kann jetzt losgehen zum Silfensteinsee und dann weiter Richtung Kesselberg. Es wird eine gigantische Fahrt werden und ihr werdet sehen, es ist eine Tour, die was von Feinsten ist. Und ja, los geht es Richtung Holzkirchen. Holzkirchen ist ein Markt im Oberbayerischen Landkreis bei Mirsbach. Holzkirchen ist die bevölkerungsreichste und wirtschaftlich stärkste Kommune des Landkreises. Ja, weiter geht es auf der B318. Die Bundesstraße 318 ist eine deutsche Bundesstraße in Bayern und verbindet die Autobahn München-Salzburg mit dem Tegernsee. Die Bundesstraße führt von der Anschlussstelle bei Holzkirchen an Holzkirchen vorbei Richtung Süden. Bei Gmund am Tegernsee trifft sie dann zum ersten Mal auf die B307. Ja, vorher gesehen die Wohnart 26. Erwartet sie eine einzigartige Reise durch kulturelle unterschiedlichste Wohnwelten, inklusive Image Shop. Ist ein Möbelgeschäft in Gmund am Tegernsee. Ja, hier sind wir, Gmund am Tegernsee. Ist eine Gemeinde und deren gleichnamigen Hauptort im oberbayerischen Landkreis Mirsbach. Gmund, das Tor zum Tegernsee, bietet den wohlschönen Blick über den See auf die umliegenden Berge. Gmund, wo die Mangfall aus dem Tegernsee fließt, ist bekannt als das Tor zum Tegernsee. Ja, der See, der Tegernsee, liegt rund 50 Kilometer südlich von München in den Bayerischen Alpen und ist ein Ausflugs- und Fremdenverkehrsziel und er zählt zu den saubersten Seen Deutschlands. Ja, schaut euch dieses Panorama an mit einem wahnsinnigen Blick auf die Berge vom Tegernsee. Ja, jetzt kommen wir in die Stadt. Tegernsee ist geprägt vom Schloss mit den beiden kraftvollen Türmen und von berühmten Tegernseer Bier. Rottach-Egern ist bekannt für die feinen Geschäfte und schicken Hotels. Ja, hier auch ein Brauhaus in Tegernsee. Das Herzoglich-Bayerische Brauhaus Tegernsee ist eine Brauerei in Tegernsee im Landkreis Mirsbach in Oberbayern. Die Brauerei befindet sich im Nordtrakt des ehemaligen Klosters Tegernsee und ist im Besitz von Maria Anna Herzogin in Bayern, die jüngste Tochter von Max Herzog in Bayern. Thank you.
Ja, und weiter geht es auf dem B307. Die Deutsche Bundesstraße 307 liegt in Oberbayern. Die Straße führt auf zwei kurzen Teilstücken über österreichisches Staatsgebiet. Ja, Brunnbichl ist ein Stadtteil des Ortes Kreuth in Bayern. Zudem ist Brunnbichl gleichnamiger Verwaltungsbezirk in Kreuth. Ja, wunderschön und eine herrliche Landschaft mit Berge. Ein Wahnsinn, ein Traum für jeden Motorradfahrer, um dies einmal mitzuerleben zu können. Ja, Wildbad Kreuth ist ein Gemeindeteil der Gemeinde Kreuth, gelegen nahe dem Tegernsee in Oberbayern. Es steht im Eigentum der Herzöge in Bayern aus dem Hause Wittelsbach und wird seit 2016 von der Helene in Bayern, Tochter von Max Emanuel Herzog in Bayern, bewohnt. Ja, hier ein Wahnsinn. Mit seitlichen Felsen ist die Straße durchzogen und führt weiter in die Berge. Ein wahnsinniger Traum, diese Strecke. Bei schönem Wetter ein wirklich absoluter Traum für jeden Biker, diese Strecke zu fahren. Ja, jetzt sind wir bei Gasthof Glashütte angelangt. Die liegt in Kreuth, weht schon fast Tiroler Luft. Altbayerische Schmankerl am frühen Hüllerer Stammtisch hier. Ja, weiter geht es Richtung Achenwald. Dieses Gebiet ist das nördlichste im Naturschutzgebiet Karwendel und liegt zwischen Demmeljoch 1924 Meter hoch und der Jüfner 1988 Meter hoch und der deutschen Staatsgrenze. Ja, die B181 Aachenpass. Der Aachenpass ist der Übergang zwischen dem Tegernsee und dem Aachensee. Er ist die direkte Verbindung. Entlang der Strecke verläuft auch die Staatsgrenze zwischen Tirol und Bayern. Ja, auch hier dazu muss ich sagen, bitte! Haltet die Geschwindigkeit ein, weil es werden hier, oder beziehungsweise es wird scharf geschossen, es werden Bilder von euch gemacht. Und es ist auch empfehlenswert, die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten. Ja, hier würde ich normalerweise rechts abbiegen, aber ich fahre jetzt die B181 weiter, weil ich fahre mal schnell zum Tanken über die Staatsgrenze. Hier ist ungefähr der Weg zu dieser Tankstelle circa 6 Kilometer und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dort zu tanken.
hier der alte Grenzübergang Österreich-Deutschland. Wie ihr seht, ist er nicht mehr in Betrieb. Ja, nach dem Grenzübergang ist ein Kiosk mit Ausschank und Verkauf von Spirituosen, Souvenirs, Brot, Butter und Käse von der Ackernalm aus dem Hirsetal. Ja, die Aachenseestraße, die B181, ist eine Landstraße in Österreich und verläuft vom Strass im Zillertal vorbei an den Orten eben am Aachensee und Maurach weiter am Ostufer des Aachensees. Über Aachenkirch zur Staatsgrenze am Aachenpass. Der Aachenbach ist ein 941 Meter über den normalen Meeresspiegel hoch liegender Gebirgspass in den Bayerischen Voralpen, eine Gebirgsgruppe der Alpen. Auf dem Gebiet der Gemeinde Kreuth im Bayerischen Landkreis von Mirschbach. Ja, wie schon gesagt, der Aachenwald ist ein Naturschutzgebiet vom Karwendelgebirge. Ja, wie ich schon erwähnt habe, schnell mal zum Tanken gefahren. Hier der Sprit mit 1,60 hat sich auf jeden Fall gelohnt gegenüber von Deutschland. Ja, weiter geht es wieder zurück auf der B161. Aachenwald Richtung Zilfensteinsee. Auch hier eine wunderschöne Fahrt Richtung Zilfensteinsee. Ihr seht selber hier seitlich mit Felsen und rechts Wälder bedeckt. Und im Hintergrund die Berge zu sehen, aber bitte haltet die Geschwindigkeit ein, weil hier hat schon einige Biker rausgehauen. Gasthaus Marie. Die Marie, ein Gasthaus mit Geschichte seit 1895 zum Einkehren im rustikalen Ambiente. Sich verwöhnend mit Tiroler und österreichische Spezialitäten. Bei schönem Wetter lädt die große Sonnenterrasse ein. Strecke mit dem Bike zu fahren. Hier rechts der Fluss, links die Felsenwände und im Hintergrund die Berge zu sehen. Ja, jetzt kommt die Cantina, die Orimala, ein italienisches Restaurant und Pizzeria im ehemals früheren Gasthof zum Hagen. Die Cantina Orimala bietet aber nicht nur Italienisch, sondern auch Burger und verschiedene Schnitzel. Ja, auch hier sind Parkplätze vorhanden und eine große Sonnenterrasse, um eben die Sicht und dieses Panorama zu genießen. Und ihr werdet auch dort in Orimala in der Cantina
wirst verwöhnt, gute Pizzas und gute Schnitzel zu essen. Ja, wir sind jetzt da wieder zurück, wo ich eigentlich rechts abbiegen wollte. Ja, hier ist die B307 Richtung Silfensteinsee. Die deutsche Bundesstraße B307 liegt in Oberbayern. Die Straße führt auf zwei kurzen Teilstücken über österreichisches Staatsgebiet. Ja, auch hier diese B307 Richtung Silfensteinsee. Auch rechts und links mit Felsensteilwände und im Hintergrund die Berge zu sehen. Ja, die Strecke ist auf 100 offen und bitte haltet auch hier die Geschwindigkeit ein, weil manche Kurven könnt ihr nicht mit 100 fahren, sondern teilweise nur mit 60 km/h. Ansonsten geht es steil bergab nach unten. Ja, ein beliebtes Bikerziel ist es hier auf der B307. Und wie schon gesagt, es wird hier auch scharf geschossen und teilweise mit Sofortkasse. Und ich muss auch dazu sagen, hier rast man nicht die Straße entlang, sondern man genießt diese Fahrt. Ja, hier links ist schon der Silfensteinsee zu sehen und es ist ein Wahnsinn, dieser See. Genießt diesen Anblick und ich werde euch noch Näheres berichten gleich. Ja, der Silfensteinsee. Der Silfensteinspeicher, auch Silfenstein-Stausee genannt oder schlicht Silfensteinsee genannt, ist ein Stausee im Isarwinkel in der Gemeinde Lenkries an der Straße von Bad Tölz zum Aachensee. Etwa 12 Kilometer südlich des Ortszentrums von Lenkries. Der Silfensteinsee wurde in den Jahren 1954 bis 1959 zum Hochwasserschutz im Isertal gebaut. Ja, seht euch diesen Blick an! Wahnsinn! Ja, wie ich schon befürchtet habe, hier Motorradkontrolle am Silfensteinsee. Ja, ein beliebter Platz der Polizei, um Motorradfahrer zu kontrollieren.
Ja, hier im Hintergrund von der Polizei wurde ein Motorrad komplett zerlegt. Diese junge Dame, was das Motorrad gefahren ist, dürfte nicht mehr weiterfahren. Ja, schade, dass manche Motorradfahrer bis heute noch nicht begriffen haben, dass ein Umbau einfach nicht mehr so einfach möglich ist und die zu lauten Motorräder werden strichlos aus dem Verkehr gezogen. Ja, jetzt geht es weiter Richtung Wallgau, die B317. Das ist die Richtung Fall und Richtung Urderis. Die Silversteinbrücke. Besonders schön ist es, wenn sich die umliegenden Berge im See spiegeln. Was allerdings wegen des häufig blasenden leichten Windes nicht allzu häufig vorkommt. Aber die jedes Mal unterschiedliche Farben des Sees, mal türkis, mal dunkelgrün oder auch alle Schattierungen von Blau, sind allein den Stopp immer wert. Und dieses türkises Wasser, was hier im Hintergrund zu sehen ist, ein Wahnsinn. Thank you.
Verbindung. Zum Glück gibt es eine Marschstraße von Wallgau nach Vorderis. Sonst müsste man richtig und großräumig außen herumfahren, wenn's diese Straße nicht geben würde. Ja, rund 13 Kilometer lang ist die Marschstraße vom bayerischen Isartal rund um Mittenwald grün und Wallgau nach Vorderis. Es nicht nur die direkte Verbindung, sondern eine traumhafte Panoramastraße. Die kostenpflichtige Straße verbindet das Wettersteingebirge und das Karwendel. Sie beginnt in Wallgau. Man kommt aus dem Bereich Walchensee oder Mittenwald über die B11 nach Wallgau. Hier auf die Rieserstraße abbiegen, die weiter zur Marschstraße nach Vorderis führt. Die Marschstraße ab Wallgau ist landschaftlich ein Traum, aber an einigen Stellen durch Kurven die schmale Straßenbreite sehr gefährlich ist. Bitte vorsichtig fahren und diese Straßen sind sehr eng. Ja, auch hier wieder eine Polizeieskorte. Anscheinend muss die Polizei auch üben, um solche enge Straße, ja, die gefährlichen Räuber hinterherzukommen. Ja, nichts gegen die Polizei, man braucht sie und ja, ist für jedermann offen diese Strecke. Und es ist ein absoluter Traumstrecke, dies zu fahren. Ja, ganz kurz noch angemerkt, diese 5 Euro, dieses Mautticket ist auch einmal zu bezahlen. Ihr könnt auch am Walchensee bei Einsiedl, da kommen wir dann später noch hin, kann genutzt werden und es muss nur einmalig die Maut entrichtet werden. Ja, hier kommen wir zu der Brücke Sausender Graben. Dies ist eine 32 Meter lange Brückenkonstruktion, die aus heimischen Lärche gebaut worden ist. Bei Tageslicht kann man von der Brücke aus schon den Eisfall sehen, der rechts im Blick zu sehen ist, aber der im Winter komplett zugefroren ist. Ja, hier auch diese Mautstelle. Von der anderen Richtung kommend, ist auch hier dort zu entrichten. We'll be right back.
Ja, weiter geht es Richtung Walchensee. Die Bundesstraße B11 ist eine deutsche Bundesstraße im Freistaat Bayern. Sie beginnt an der Grenze zu Tschechien bei Bayerischen Eisenstein und verläuft über Deckendorf, Landshut, Freising nach München und den Kesselberg nach Grün. Ja, wir kommen jetzt gleich an die Badstraße am Walchensee zwischen Einsiedl und Jachenau. Landschaftlich wirklich sehr schön verläuft die Badstraße am Südufer des Walchensee in Bayern. Sie beginnt in Einsiedl am Walchensee und führt direkt am See bis nach Niedernau. Von dort geht die Badstraße fern von Wasser bis in die Jachenau. Sie endet in Weilermühle. Die Mautstraße am Walchensee Südufer ist eine gebührenpflichtige Privatstraße der Bayerischen Staatsforsten. Die Maut beträgt pro Motorrad 5 Euro. Es können auch Wochen- und Monatskarten dort gekauft werden. Zudem wird die Mautstraße bei großem Andrang gesperrt. Aber Achtung, kein Nachtparken oder Camping ist mehr erlaubt. Nicht erlaubt ist das Parken in der Nacht. Ab 22 Uhr ist das Parken entlang der Mautstraße verboten. Ja, Einsiedl ist ein Gemeindeteil der Gemeinde Kochel am See im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ja, hier rechts ist er schon zu sehen, dieser Walchensee. Der Walchensee ist einer der tiefsten und zugleich einer der größten Alpenseen Deutschlands. Er liegt 75 Kilometer südlich von München in den Bayerischen Voralpen. Auf 800 Meter Meereshöhe und mit seiner gesamten Fläche einschließlich der Insel Sassau in der Gemeinde Kochel am See. Die Einheimischen nennen ihn die Karibik von Bayerns. Der fischreiche See ist 190 Meter tief und es besagt eine Legende zufolge, befindet sich ein Goldschatz aus dem Zweiten Weltkrieg in ihm. Gefunden wurde er bisher leider noch nicht. Ja, im Hintergrund ist auch
Dieser Herzogstand ist ein Berg in den Bayerischen Voralpen mit 1731 Meter über den Meeresspiegel, nordwestlich des Walchensees. Er gehört zum Gebiet der Gemeinde Kochel am See und bildet mit seinen Nachbarn Heimgarten einen Höhenzug, der dem Estergebirge vorgelagert ist und nach Norden in Bayerischen Alpen Vorland abfällt. Der Herzogstandhaus ist 1575 Meter hoch und das Herzogstandhaus hat ganzjährig ohne Ruhetag geöffnet. Lediglich von Mitte November bis Weihnachten bzw. zur Revisionszeiten der Bergbahn ist. Ehemals eine urige Berghütte, die sich dank der Seilbahn zu einem respektablen Berggasthof in einer guten frequentierten Gegend entwickelt hat. Ja, Filmkulissen der Fleck. Originalkulissen aus den Wikifilmen von Michael Bulle-Herbig. Fünf Hütten der Original-Filmkulissen vom Hüttner und Spielkulissen für den Film Vicky und die starken Männer. Ja, hier rechts der Parkplatz für die Taucher. Zum Teufelstisch. Der Teufelstisch ist ca. 60 Meter tief unter Wasser und ist direkt an einer Steilwand, die senkrecht ca. 120 Meter sich nach unten zieht. Das Wasser ist auf 60 Meter tiefschwarz und kein Licht mehr ist zu erblicken in dieser Tiefe. Bitte hier keine Anfänger Taucher ins Wasser. Nur für geübte Goldtaucher oder Profitaucher ist dieser Teufelstisch geeignet. Ja, jährlich kommen hier viele, viele Taucher ums Leben. Ja, Urfeld am Nordufer des Walchensees ist ein Gemeindeteil der Gemeinde Kochel am See im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Bayern. Er ist namensgebend für die Urfelder Bucht, dem nördlichen Teil des Walchensees, der früher auch Urfelder See genannt wurde. Ja, hier der Kesselberg bzw. die Kesselbergstraße. Darf man von dieser Seite mit dem Motorrad von Urfeld nach Kochel immer befahren werden. Hier gibt es keine Zeitbeschränkung. Younger than the mountains, growing like a breeze.
Fahrzeug der Polizeikontrolle. Diese Kontrollen werden ab sofort regelmäßig bei den Bikern durchgeführt. Sie wollen die Raser und diese lauten Motorräder von diesem Kesselberg weghaben. Ja, hier kommen wir zu diesem Knieschleifer-Parkplatz. Von diesem Parkplatz kann man die Knieschleifer beim Runterfahren oder beim Hochfahren beobachten. Aber die Straßenbaumeister haben jetzt die Fahrbahn mittig geteilt, weil dort sehr viele Unfälle gegeben hat und teilweise auch tödlich. Ja, die Streckensperrung hat die Ursache, dass hier diese Knieschleifer den Berg hochrasten und wieder runterrasten und das oft 10-mal hintereinander. Und außerdem sind es auch die lauten Motorräder, die die Ortschaften mit den lauten Geknattere mit ihren Auspuffanlagen die Einheimischen belästigen. Auch weiterhin sind da sehr schwere Unfälle passiert von diesen Knieschleifer, die was sehr oder beziehungsweise schwer verletzt eingeliefert worden sind und teilweise heute querschnittsgelähmt sind, weil ein gegenkommendes Fahrzeug eben dieses Motorrad inklusive Fahrer überrollt hat. Ja. Manche Motorradfahrer sind leider, muss ich sagen, immer noch ohne Hirn unterwegs. Genießt einfach diesen Berg und rast nicht so. Wir wollen diesen Kesselberg eben noch länger haben, weil es ist von uns eine Hausstrecke und man sollte sich einfach daran halten und fahrt durch die Ortschaften langsam, haltet eure Abstände ein und bitte diese lauten Motorräder, die was über, sage ich mal, 98 dB haben, bitte bleibt zu Hause.
Der Kochelsee liegt ca. 70 Kilometer südlich von München am Rand der Bayerischen Alpen. Er gehört zu den Gemeinden Kochel am See im Osten und Schlehdorf im Westen. Der See ist Eigentum des Freistaat Bayern und wird von der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen verwaltet. Und der See ist 66 Meter tief. Ja, hier das Hinweisschild: Streckensperrung von 15 Uhr bis 22 Uhr. Ja, Kochel-Schlehdorf ist das Klostergut ökosoziale Landwirtschaft mit Gärtnerei, Hofladen, Seminarbetrieb und pädagogisches Angebot, das Klostergut Schlehdorf am Kochelsee. Ja, Kleinweil und Zell ist ein Gemeindeteil der Gemeinde Großweil im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern, Bayern, Kapelle St. Korbinian in Kleinweil, bestehend aus den Orten Gröben, Kleinweil, Pölten, Stern und Zell. Ja, hier der kleine Ort Zell, ein wunderschöner kleiner Ort, und wenn ihr von Sindelsdorf herkommt, habt ihr einen wahnsinnigen Panoramablick in die Berge. Ja, Sindelsdorf ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau. Die Gemeinde ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft von Habach. Ja, ein wunderschöner kleiner Ort. Ja, schaut euch dieses Panorama an.
Im Hintergrund die Berge zu sehen, blühende Wiesen. Ein Wahnsinn und gigantisch und das Auge wird belohnt. Ja, weiter geht es auf der B472 Richtung Bad Tölz und die Straße teilt sich jetzt, beziehungsweise es geht Richtung Penzberg weiter. Asim Bonanga, Bonangumande Latina. La pecuna, la pejelicuna, asim bonanga, bonangumande latina, la pecuna, la pejelicuna. Die ST2063 ist Haupt, die 6 Millionen Euro teure Trasse bei Sees Haupt ist eröffnet. Bei der neuen ST2063 ist jedoch die Kapelle von Sees Haupt mit dabei gewesen. Sees Haupt, ein anerkannter Erholungsort und wohl einer der schönsten Orte am Starnberger See. Inmitten des bayerischen Oberlandes Pfaffenwinkel und fünf Seenland. Liegt malerisch am Südende des Starnberger Sees. Ja, weiter geht es hier auf der ST2064. Hier hat es schon schwere Unfälle gegeben wegen überhöhter Geschwindigkeit. Also lieber einen Gang runter und genießt diese einzigartige Natur. Broken silence is what I dream. But who has the words to close the distance between you and me? La pechelicuna, así bonanga, así bonanga, mande latina, la pecuna, la pechelicuna, así bonanga, así bonanga, mande Ja, jetzt kommen wir. Jenhausen ist ein Ortsteil der oberbayerischen Gemeinde Seeshaupt im Landkreis Weilheim-Schongau. Das Kirchdorf liegt ca. 3 km nordwestlich von Seeshaupt. Jenhausen wurde als Teil der eigenständigen Gemeinde Magnetsried im Jahr 1978 nach Seeshaupt eingemeindet. Ja, weiter geht es Richtung Beuerbach, Haunshofen,
Ja, Tiefflieger gibt es auch. Hier eine Weihe zu sehen. Es gibt verschiedene Sorten von diesen Vögelarten. Und zwar gibt es die Kornweihe, Wiesenweihe, Rohrweihe und die Steppenweihe. Wurde in Bayern fast ausgerottet und steht auf der roten Liste. Die Weihen sind eine Greifvogelgattung aus der Familie der Habichtartigen. Weihen sind mittelgroße Greifvögel, die sich durch eine schlanke Silhouette und lange breite Flügel auszeichnen. Das Verbreitungsgebiet der Gattung erstreckt sich von den subpolaren Polarktis bis nach Ozeanien und Südamerika. Ja, Bauerbach Gasthof ist ein gastronomisches Zentrum im kleinen Bauerndorf Jenhausen, die nach Norden über Haunshofen weitergeht. Ja, weiter geht es Richtung Haunshofen. Ja, eine wahnsinnige Strecke. Sehr schön zu fahren, aber bitte Vorsicht. Ja, hier kommt gleich ein wahnsinniger Autofahrer. Wenn ich über 20 km/h schneller gewesen wäre, hätte es zu einem bösen Unfall passieren können. Der Bremsweg hätte dazu niemals ausgereicht. Ja, seht euch diesen wahnsinnigen Autofahrer an. Der gehört bestraft, gehört der. Und was hat der gemacht? Ein Foto von Baum. Ja, mir fällt dazu nichts mehr ein. Ja, weiter geht es hier auf der ST2066 entlang Richtung Pel. Ja, Pel, die Gemeinde, ist ein Erholungsort südlich des Ammersees im Pfaffenwinkel in Oberbayern. Pel, Bundesland von Bayern, was den Besuch der Alten Post so besonders macht, ist unsere raffinierte Küche. Das ist ein bayerisches Gedicht mit Kern. Der Note. Hier kann man sehr gut essen und ja, es ist empfehlenswert, hier mal einzukehren in der Alten Post. Ja, weiter geht es Richtung Wiesen am Ammersee. Dies ist ein Markt im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech am südwestlichen des Ammersees. Zur Unterscheidung von anderen Orten gleichen Namens bezeichnet man den Ort früher als Bayerdiesen. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt dort sehr viel zu besichtigen. Es gibt dort Kaffees, Eisdielen,
und man kann direkt am See entlang schlendern. Ja, Beuern ist ein Ortsteil der Gemeinde Greifenberg im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech und hat nur 125 Einwohner. Ja, Beuern! Ja, weiter geht es Richtung Türkenfeld. Dies ist eine Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck im Regierungsbezirk Oberbayern. Türkenfeld wurde 749 nach Christus. In diesem Jahr wurde Türkenfeld zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Beschrieben wird die Gründung und Ausstattung des Eigenklosters Otting durch den Chiemgauer Grafen Gunther, eines Neffen des Herzog Tassilo, im Jahre, da er die heilige Virgil in Salzburg zum Bischof geweiht wurde. 749 nach Christus schenken Graf Gunther und seine Frau Hadebroch ihren Türkenfelder Besitz als Ausstattung an dieses Kloster. Ja, das war's wieder von der Afrika Twin on Tour mit seiner Tour Silverstein, See und Kesselberg. Ja, abonniert meinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Ja, die Afrika Twin ist unterwegs und ich werde euch von meiner nächsten Tour berichten. Bis auf bald. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Die Afrika Twin on Tour.